denken darüber, so das eigene, die eigene Kreativität. So, keine Ahnung, ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich denke immer ein bisschen größer und ein bisschen impulsiver, ein bisschen impulsanter, wie das am Ende dann wird, ein bisschen zu viel manchmal auch, muss ich selber eingestehen, weil ich das alles, was ich mir manchmal vorstelle, eigentlich gar nicht schaffen kann. Aber bei dem Projekt ist ja das Gute, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, dass ich hier so viel Zeit habe, wie ich Zeit brauche. Ich kann in 5 Jahren hier noch sitzen, Leute, und mit euch talken und die Welt voranbringen, wenn ich denke, yo, für mich ist die Welt einfach noch nicht fertig. Und das ist wirklich, ja, das ist das Gute an dem Projekt. Das freut mich auch, dass wir so ein, nicht so einen Zeitdruck oder so dahinter haben, wisst ihr? Da ich mir nicht denken muss, jo, dann hört das und das Projekt auf und dann muss ich damit fertig sein. Sondern hier kann ich wirklich, also es kann von mir aus 8000 Folgen gehen, wenn ich dann immer noch nicht mit der Welt fertig bin, werde ich es immer noch weitermachen. Und ich habe hier auch wirklich unendlich viel Spaß dran, Leute. Es macht mir einfach so viel Spaß, hier mit euch zu talken, das hier immer mal wieder ein bisschen weiterzubauen oder dann zu farmen. Alter, und Leute, das wird hier auch immer mehr. Ich habe so eine kleine Einteilung, das kann ich euch ja auch mal erzählen. Ich habe so eine Einteilung zwischen Crab-Stuff, gesammeltem Stuff und immer so eine kleine Nebenkategorie, von dem ich viel habe. Hier ist zum Beispiel der Boden. Hier ist die Erde. Hier ist halt so, keine Ahnung, Stone und diese ganzen anderen Blöcke, die zur Stone-Richtung gehören, in Anführungszeichen. Und dann halt hier die ganzen Crab-Stuff-Kisten, wo einfach random irgendwie Stuff rein drin ist, so, den ich jetzt nicht besonders einsortieren kann. Und dann machen wir uns jetzt, deswegen habe ich hier auch schon Schalterkisten vorbereitet. Jetzt kommen hier die ganzen Bücherkisten. Die Kisten, wo echt wertvolle Bücher drin sind, die ich auch in Zukunft noch benutzen will. Und dafür habe ich jetzt die Schalterkisten gemacht, denn ich will in die Schalterkisten direkt jetzt zum Beispiel Reparaturbücher einsortieren oder Behutsamkeitsbücher etc. Wir haben ja davon echt viel getradet in letzter Zeit durch die Villager. Und daher will ich das so ein bisschen aufteilen. Und ich denke mal, von der Reparatursorte werden wir sogar mehr als eine Doppelkiste voll bekommen, weil ich davon, also Reparatur habe ich echt, vor allem wo ich AFK stand auch, immer wenn ich AFK bin und dann die das Zeug vertradet habe, habe ich bei Reparatur echt viel immer getradet, echt, also wirklich sehr viel, damit ich halt einfach ausgesorgt bin für die nächste Zeit und ey, ich brauche mal den Stuff, der da oben ist, so. Ich könnte theoretisch auch, was mir jetzt übrigens sehr früh einfällt, eine Extrakiste für Holz lassen, weil ich echt viel Holz immer hab, aber das halt so verteilt in den Kisten ist. Hier, guck mal, wir haben hier noch jede Menge Holz, hier ist noch Holz. Und dann die Zäune. Ich habe auch immer richtig viele Zäune gecraftet, aber halt sau wenig immer benutzt, weil die immer irgendwo in Kisten waren. Und dann habe ich einfach neue Zäune benutzt, so. So, dann kommt hier jetzt einfach immer alles Holz rein. Ja, und hier ist dann noch eine Crab-Stuff-Kiste und dann haben wir theoretisch erstmal alles umsortiert, was hier dazugehört hat. So, Leute, wir haben jetzt alle Kisten, die hier provisorisch immer irgendwo rumstanden, erstmal zusammengebracht, zusammensortiert. Was halt immer noch da ist, ist hier unsere wunderschöne Eisenfarm. Die können wir, die baue ich jetzt auch direkt mal um. Das sieht richtig einfach, dass es hier alles nicht so komisch aussieht, ne? Ist, denke ich, verständlich. So, dann können wir uns nämlich jetzt mit diesem Holz hier, mit dem wunderschönen Holz wieder ein paar Kisten craften. Machen wir einfach die so und wir craften uns einfach komplett Kisten. Dann kann ich das hier hinten auch fertig bauen. Bedeutet, das hier kann ich... Ah, komm. Ah, Mist. Nein, och, ich bin... Och, nee. Ey, Alter, manchmal bin ich echt so lost. Holy shit. Also manchmal läuft es bei mir echt nicht mit dem... Mit dem Skill-Niveau, was ich eigentlich haben sollte. Und hier, wir müssen auch unbedingt mal da oben den Berg auslöschen. Das Problem habe ich seit so vielen Folgen, dass da oben immer Mobs runterkommen, die mich hier töten wollen. Apropos, Leute, ich war heute tatsächlich sogar auch noch beim Optiker. Und das habe ich euch nämlich gar nicht erzählt, bin ich der Meinung. Ne, habe ich überhaupt nicht mal annähernd von geredet. Ja, ich war beim Optiker. War alles sehr entspannt, muss ich sagen. Ich habe nämlich ab jetzt oder ab circa in einer, anderthalb Wochen eine Brille, weil ich muss, wenn ich einen Führerschein machen will, auch eine Brille tragen. Und auch, Leute, es ist alles echt Abfall manchmal. Manchmal mag das Leben euch einfach nicht. Und so war es in dem Fall bei mir auch. Ja, ich muss halt einfach eine Brille tragen, anders darf ich nicht Führerschein fahren und so ist es. Aber ich muss sagen, Leute, ich finde mich mit Brille echt sexy. Also ich sehe mit Brille echt, oh, finde ich, muss ich wirklich sagen, finde ich mich echt heiß so. Wisst ihr, ich habe mir nicht so eine Nerdy-Brille gekauft oder so, wie man es vielleicht eigentlich erwartet hätte. Ich habe mir so eine richtig Brille gekauft. Wisst ihr, diese Brillen, ich habe es immer so gesagt, diese Brillen, die auch heiße Lehrer tragen. Wisst ihr, diese Lehrer, die ihr einfach richtig gerne mal flanken würdet. Solche Lehrer, so eine Brille habe ich mir gekauft. So, Leute, dann haben wir nämlich die Eisenfarm hier. Unsere wundervolle Eisenfarm, Alter, ich liebe unsere Eisenfarm. Auch mal besser gemacht, schöner gemacht, ist, ja, einfach vereinfacht, würde ich sagen. Können wir jetzt hier noch... Ah! Dann können wir jetzt hier noch die Kisten abbauen. Einmal. Hopp.
Dann noch die Trichter und die Werkbank da oben, die stört mich schon seit Monaten, Alter. Diese Werkbank, Alter, die hat mich so abgefuckt. Dann haben wir das auch geregelt. Jetzt wissen wir einmal hier, das ist so gut, jetzt können wir hier immer den Mohn reintun. Leute, falls ihr euch fragt, warum ich den Mohn aufhebe, Mohn gibt roten Farbstoff, ja. Und roten Farbstoff kann man später bei bestimmten Villagern gegen Emeralds eintauschen. Und das habe ich später auch definitiv vor. Wisst ihr, und da unten stehen ja dann auch noch jede Menge von Kisten, aber die will ich erstmal da stehen lassen. Falls wir nämlich Baustuff oder so haben, können wir den da unten dann einlagern und benutzen. Und hier steht dann auch wieder eine ganze Menge an Kisten. Also wir müssen irgendwann mal unser Kistenmanagement wirklich um einiges verbessern und aufräumen. So Leute, wisst ihr, was wir jetzt gleich noch machen werden? Ich werde mir jetzt hier ein paar Schalker-Kisten mitnehmen, die leer sind, damit ich hier jetzt nicht 10-mal hin und her rennen muss. Alter, ich bin richtig smart heute unterwegs, du. Heute bin ich echt smart unterwegs. Das hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen können. Naja, ich nehme mir jetzt hier ein paar Schalker-Kisten mit. Dann fliege ich einmal hier runter, nachdem es wieder tausendfach geruckelt hat, und kann hier einmal die Kisten mitnehmen. Denn wir haben hier ja tatsächlich noch ein paar Kisten stehen, in denen ja Stuff drin ist, und hier unten die Kisten werde ich definitiv erstmal nicht benutzen, bis wir anfangen, die Häuser zu bauen, und bis wir die Häuser bauen. Alter, Leute, da vergehen noch 300 Folgen gefühlt. Heißt, wir lagern hier den ganzen Crap erstmal ein in unsere Schalker-Kiste und sortieren das später. Es ist auch tatsächlich noch eine ganze Menge an guten Stuff dabei, beziehungsweise ein Stuff, den man definitiv irgendwann noch benutzen kann. Und haben wir hier noch irgendwo Kisten stehen? Ne, hier haben wir keine Kisten mehr. Dann kann ich hier noch das Bett abbauen, was hier seit Jahren rumsteht. Die Gerüstblöcke, die ich nie wieder benutzen brauche, weil, Leute, wir haben ja jetzt Flügel, wunderschöne Flügel, mit denen wir hier hin und her fliegen kann. Wozu brauchen wir da noch Gerüstblöcke? So, und dann mache ich mich mal auf den Weg. Flieg hier einmal hoch und ja, dann ist das doch auch alles hier erstmal von Kisten befreit, würde ich behaupten. So, und dann geht's ran, den ganzen Crap, den wir jetzt hier haben, einmal ordentlich auszusortieren und ordentlich wieder einzusortieren. Ist aber gar nicht so schwierig, denke ich, weil es ist alles sehr gut eingeteilt tatsächlich. So, dann kommt hier einmal der ganze Stone rein. Alles, was irgendwie damit zu tun hat. So, hier unten kommt dann einfach alles, was irgendwie mit Holz zu tun hat, hin. Die Werkbänke, die können wir tatsächlich hier aufstellen. Leute, irgendwie finde ich es cool, immer die Werkbänke, die wir irgendwann mal gemacht haben, warum auch immer, einmal ordentlich hinzustellen und zu sehen, so, yo, so viele Werkbänke haben wir tatsächlich schon gemacht, obwohl eine eigentlich immer gereicht hätte. So, dann muss hier die Erde hin und dann gibt es immer noch trotz dessen ein bisschen Crab-Stuff, den wir einsortieren müssen, aber gar nicht so viel. Auch hier haben wir trotzdem noch ein bisschen Holz. So, dann haben wir nämlich das auch ordentlichst erledigt und können hier einmal die Schalker wieder hinsetzen. So, aber jetzt dürfte es hier tatsächlich wirklich nirgendwo mehr Kisten geben, hoffentlich auch, muss ich sagen, ich hoffe es auch, dass hier nirgends mehr Kisten stehen. Da steht noch eine, aber die will ich benutzen, die seht ihr jetzt gar nicht. Da stehen noch ein paar, aber da ist wichtiger Stuff, den drehen wir da, denke ich, auch in Zukunft noch benötigen. Aber sonst haben wir hier uns erstmal von dem Kistenchaos befreit und können uns in den nächsten Folgen wirklich ranmachen, hier ordentlich was Schickes zu bauen, ordentlich was Schönes hinzubauen, Alter, das wird echt nice, Alter, da freue ich mich schon drauf. Und ja, Leute, ich gehe jetzt nochmal runter. Werde hier einmal unsere Kühe scheren oder unsere Schafe scheren und einmal alles vermehren nochmal. So sieht es dann übrigens auch immer aus, wenn ich das AFK mache. Dann gehe ich, eigentlich mache ich nichts anderes. Ich gehe einfach nur einmal hin, laufe hier zwei, dreimal durch, vermehre alles, was ich irgendwie anklicken kann, bekomme ein paar Level dazu und mehr passiert hier eigentlich im Prinzip auch nicht. Irgendwann sind hier dann wieder so viele Kühe, dass sie an Massenschaden anfangen zu sterben, dann höre ich auf damit und kill sie halt irgendwann dann in der Folge, um euch das Leid zeigen zu können, wenn die Kühe ja jämmerlich sterben, Alter. Das klang jetzt echt ein bisschen von der Formulierung her ein bisschen doof, du. So, liebe Kühe, ihr seid durch. Und dann haben wir hier unsere Schafe. Unsere Schafe schere ich immer erstmal. Ich habe hier sogar Scheren vorbereitet, Alter, weil ich einfach ein smarter Typ bin. Leute, weil ich einfach ein smarter Typ bin. Ich brauche deren Wolle einfach. Später werden wir ja einfach durchgehen, dann zack, 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 zack. Aber dafür haben wir leider noch nicht genug Schafe. Was sehr traurig ist übrigens. Also es macht mich echt traurig so. Dann vermehre ich die immer noch einmal. Die Schafe sind ja relativ einfach noch zu vermehren, weil hier einfach noch nicht so viele sind. Also es ist ja wirklich, im Gegensatz zu den Kühen sind es ja wirklich sehr wenig Schafe, die wir bisher haben. Was übrigens interessant ist, wir werden, denke ich, in grauen und schwarze Schafe oder dunkelgrauen Schafen hier sehr schnell enden, weil wir mit einem grauen Schaf, glaube ich, angefangen haben und mit einem weißen. Deswegen entsteht immer hellgrau und grau. Und ach Leute, ist auch egal, ich brauche eh nur erstmal Wolle, Hauptsache Wolle. Die Farbe ist mir erstmal relativ wurscht. Und hier ist unser Schweinchen. Das habe ich auch noch verändert. Naja Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die kleine oder die feine Folge gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.